Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Man mag es kaum glauben, das ist das erste Mal, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse oder überhaupt auf einer Buchmesse eigentlich vlogge. Auf den letzten fünf Messen. Ich glaube, gestern Nacht habe ich ausgerechnet, dass wir auf fünf Messen waren. Beziehungsweise Mel auf sechs, aber zusammen waren wir, glaube ich, auf fünf. Apropos, hier ist Mel. Ich habe 100 Kacktüten gefunden. Und hier ist Fanny. Hey. Und mein Zug hat ja gestern 3,5 Stunden Verspätung und obwohl ich erst um 4:30 angekommen bin und dann so mich eigentlich ins Zimmer schleichen wollte, waren die beiden direkt wach. Und das hat mich noch sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut, dass ich die geweckt habe. Nein, das nicht. Hey, es ist Freitag, also voll viele Messetag Nummer 3 oder so. Für mich Messetag Nummer 1, weil, naja, Uni und Arbeit und so. Und wir gehen heute Abend zum Lux-Abend, dann gehen wir heute tagsüber noch zu Neil Schustermann. Dann haben wir jetzt am Anfang einen Termin bei DTV. War's das? Wir wollten noch, ich glaube, Bunny war zu Pieper. Ja, ich war noch zu Pieper. Und wir haben nach Nierschüsse, haben wir Bastel Lübbe. Ach. Oh, okay. Und dann haben wir noch Bastel Lübbe. Und es ist hell. Und wir müssen jetzt los, weil wir wollen noch zu Lidl frühstücken. Tschüss! Wir sind jetzt auf dem Messegelände und guck mal, wen wir gefunden haben. Gesundheit. Sarah. Ich verlinke natürlich alle unten. Oh, ich kann auch wieder kurz auf mich zeigen dafür. Und jetzt haben wir Kaffee getrunken und wir sind jetzt ready, um... Für meine Instagram-Story. Okay, go. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Neil Schusterman-Lesung und signieren hoffentlich. Und die ist hier im Hugendubel und dann wird es hinten und es regnet. Deswegen packe ich meine Kamera schnell wieder weg. Hast du Challenger, also Kompass ohne Norden? Das soll ja auch nicht richtig. Ja, ich habe das immer nur mal so gesehen und dachte mir immer so, okay, ja. Das ist nominiert für den Jugendpreis. Ja, okay. Ja. Danke für diesen schönen Book-Talk. Kauft alle Neil Schusterman Bücher, because he's worth it. Skills. Have they improved? Nein. Ah, that's quite... I'm sorry. That's quite disappointing. Also, seine Deutschkenntnisse sind nicht sonderlich viel besser geworden. Ihr habt es alle mitbekommen. Aber wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen allgemein über Neil erfahren. Tell us a little bit about yourself, how you were brought up, what were special things that happened in your life that made you think you should be an author? Well, I grew up in Brooklyn, New York. I grew up in Brooklyn, New York, and I think one of the things that really inspired me was I had great teachers along the way who made a big difference in my life. Beziehungsweise Kompass ohne Norden ein wenig sprechen, was ja in zwei Kategorien für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ist. Genau, Ingo Herzke freut sich. Ich frage erstmal Neil, was er zu den Nominierungen sagt. We'll talk about Challenger Deep now a little bit. First of all, it's nominated for the German Youth Literature Prize in two categories. How does that feel for you? That feels fantastic. It feels great. And it was wonderful to be able to come here and attend and to come with Brendan as well. Yes, of course. Kurz meine Namenlöcher. Wir sind jetzt bei Neil Schusterman raus. Und es war sehr, sehr schön, weil wer war noch da? Er ist so attractive. Ah, sorry. Und sein Sohn war auch da und der Ingo, der Übersetzer. Auch sehr attractive.
Ingo oder der Sohn? Der Ingo. Der Sohn. Und sie haben ganz schön viele Bücher durchgesprochen, eigentlich so 4 Stück. Oder mein T-Rex gerade hier. 4 Bücher durchgesprochen in einer Stunde und das war so ein Panel. Und ich werde mich einfach ignorieren. Wir müssen übrigens aussteigen. Ja, und wir müssen jetzt aussteigen. Und wir berichten euch gleich noch, wenn wir bei Bastian Löbe raus sind, weil da haben wir jetzt einen Termin. Bis gleich. Alina und ich haben jetzt sozusagen so Freizeit. Wir haben heute um 19 Uhr noch den Glücksabend, aber davor laufen wir jetzt einfach gerade durch die englische Halle und werden dann jetzt noch was essen, auch wenn wir gleich essen gehen. Das ist unsere Logik. Dauert das dann noch ein paar Stunden? Immer, ja. Also es ist jetzt, glaube ich, 17 Uhr vielleicht. Ja, wir treffen uns ja auch erst um 19 Uhr. Ja, wir treffen uns um 19 Uhr, dann gibt es vielleicht so um 20, 21 Uhr essen, aber wir wollen halt noch was Kleines snacken, für uns beide irgendwie was teilen. Und sind jetzt gerade noch rumgelaufen, es gibt ein super schönes Savage Jamers Plakat, das seht ihr bestimmt in den nächsten Tagen noch, weil ich habe es jetzt nicht gebloggt. Und genau, wir laufen jetzt noch durch die Hallen und genießen so ein bisschen Messe, einfach mal sich umzuschauen, oder? Du hast ja noch nicht so viel gesehen. Yes, na ja. Ja, okay. Also bis später. Ihr habt ja gerade schon Mel sagen hören, was wir jetzt vorhaben. Wir waren gerade bei Lux und haben eine Lux und eine One-Vorschau bekommen. Shoutout an Anni und Simone, war sehr schön. Und genau, jetzt laufen wir noch ein bisschen rum und dann geht's nachher zum Lux-Abend und Mel macht gerade Fotos. How to be a YouTuber. Ja, bye. Das sieht halt echt schon geil aus, ne? Toll, ne? Finde ich auch. Warte mal, halt es mir mal bitte. Wir dürfen uns jetzt jeder 5 Bücher aussuchen von jeder Autorin, die gerade da ist. Und das ist die Auswahl. Ich habe es euch gerade schon mal gezeigt. Und das ist voll das Paradies und alle haben jetzt so voll die Bücherstapel auf dem Tisch. Und es ist sehr cool. Ich habe Gedanken, Simon, Lux schon für nächstes Jahr. Dich ausschreiben. Da bin ich auch sehr viel. So, das ist jetzt das Ende von meinem Messetag 1 Vlog, beziehungsweise meinem ersten Buchmesse-Vlog ever. Ich versuche das jetzt noch zu schneiden und hoffentlich hochzuladen. Mal gucken, mal gucken. Die Ziele sind hochgesteckt, aber ich bin sehr optimistisch noch. Der Lux-Abend war sehr, sehr schön. Der Lux-Abend war sehr, sehr schön und wir haben echt viel mit Leuten gequatscht. Also man musste halt so, wir haben ja die Bücher bekommen, ach so. Die habe ich euch kurz gezeigt und da waren super süße Signierungen drin und deswegen hat man auch mit allen so ein bisschen gequatscht und es war sehr, sehr schön. Ein bisschen gequatscht? Oder? Ja, war richtig, richtig schön. Und dann sind wir eben gerade noch mit so einem richtig dubiosen Taxi gefahren, über so eine komische Taxi-App, war sehr, sehr günstig, sehr, sehr riskant, aber wir sind angekommen. Und, right, Wanni, darf ich dich zeigen? Ja, mehr habe ich doch auch gerade gezeigt. Naja, ich dachte, ich frage trotzdem. Willst du Tschüss sagen? Tschüss! Mehr willst du Tschüss sagen? Ich finde den Deckel nicht. Das ist nicht die Frage. Willst du Tschüss sagen? Tschüss. Guckt alle unsere Messe an. Ach so, ja, wartet. Hier seht ihr die Messe-Vlogs von den anderen, falls sie online sind. Tschüss.